Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2, wo wir gemeinsam mit dem jähzornigen Darren seinen Chef suchen, mit dem er noch ein Hühnchen zu rupfen hat, weil es seiner Mutter gar nicht gut geht. Sie liegt im Koma nach einem Unfall. Sie scheint umgekippt zu sein, sich den Kopf geschlagen zu haben. Insgesamt sehr dramatisch. Wir lesen nochmal die letzten Tagebuchseite. Mom im Krankenhaus. Sie haben Mom gerade ins Krankenhaus gebracht. Sie muss gestürzt sein und ich hoffe, sie kommt wieder auf die Beine. Wir standen uns nie sehr nahe, schätze ich, aber sie hat immer ihr Bestes gegeben. Ich war sicherlich kein einfaches Kind. Tatsächlich ist in der letzten Folge sonst nicht sehr viel passiert. Wir suchen Darrens Chef, der hier mit dem mysteriösen Mann ein Gespräch hatte. Und wir waren im Hinterzimmer und in der Dunkelkammer. Eigentlich kann er nur noch im Keller sein. Na sowas. Eine Geheimtür. Hinter den Fotoleinwänden ist eine Geheimtür versteckt. Okay. Ich hatte ja gesagt, du sollst die Fotoleinwände raufziehen. Das hatte ich direkt gesagt. Na, dann gehen wir mal da durch. Was zum Teufel hast du hier zu suchen, Bursche? Finger weg, Voller! Ihretwegen liegt meine Mutter im Koma. Was hab ich mit deiner Mutter zu schaffen? Raus! Raus aus meinem Keller! Na los, verschwinde! Sagen müssen, dass sie angerufen hat. Es war doch klar, dass da was nicht stimmt. Ich schwöre Ihnen, ich werde sie... Willst du mir drohen? Du? Mir? Wenn sie nicht wieder aufwacht, werde ich ihren fetten Hals... Raus! Verschwinden dich! Du bist entlassen! Raus! 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 Beten Sie, dass sie nicht stirbt. Nur das könnte noch ihren fetten Arsch retten. Verpiss dich! Wenn ich dich noch einmal hier erwische, liegst du neben deiner Mutter! Ich werde sie fertig machen, Voller! Du Lusche, bringst doch nie was zustande! Dafür fehlt dir der Mumm, der Krebs, alles! Ich werde mir schon etwas einfallen lassen. Aber der Typ wird zahlen, so wahr ich hier stehe. Aber ich brauche noch den Film aus seiner Kamera mit Angelinas Bildern. Ich könnte seine Dunkelkammer benutzen, um den Film zu entwickeln und Abzüge zu machen. Wenn er mir schon nichts zahlt, dann hole ich mir eben einen Teil des Geldes so wieder. Nur muss ich ihn dazu irgendwie aus dem Laden bekommen. Wow. Also das ist eskaliert, tatsächlich. Aber was macht der da im Keller? Also irgendwie ist bei dem auch nicht alles ganz koscher. Wir haben eine neue Aufgabe. Solange Fuller im Laden ist, bekomme ich nie und immer heimlich an den Film. Ich muss Fuller aus dem Laden locken. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt spontan gar keine Idee. Hier gibt es ja auch sonst gar nichts zum Angucken. Wir gehen mal in den Hinterhof vielleicht. Können wir da irgendwas deichseln? Es ist aber ja auch nichts, um ihn rauszulocken. Es bringt doch nichts, wenn ich mich da wieder reinschleiche. Ich muss erst Fuller aus dem Laden locken, damit ich mich um Angelinas Fotos kümmern kann. Ja. Das bringt alles nichts. Wir könnten ja noch mal zu diesem Diner gehen. Ich meine, die Bedienung, da lief ja nun irgendwas mit dem Fuller. Vielleicht können wir da irgendwas regeln. Mit reingehen. Oh, wir könnten mit dem Wachmann sprechen. Das wäre ja direkt interessant, oder? Ein Typ in einer Uniform. Scheint ein Wachmann zu sein. Jemand, der für Geld das Geld anderer Leute bewacht. Die Krönung. Mit dem will ich nicht reden. Och, warum? Wenn ich Lust auf eine seichte Unterhaltung hätte, würde ich Talkshows schauen. Dann reden wir mit Mrs. Barber. Ich hoffe, es gibt noch was zu bereden.
Sorry, Mrs. Biber? Ich arbeite nicht mehr für Fuller. Gut für dich. Ich weiß nicht, was zwischen Ihnen und Fuller läuft. Aber ich habe damit nichts zu tun. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn es nicht so lange dauert. Aber dann renn doch nicht weg. Sorry, Mrs. Biber? Was können Sie mir über Biddeford sagen? Ich bin hier aufgewachsen. Eigentlich wollte ich hier schon vor Ewigkeiten wegziehen. Das hat wohl nicht geklappt. Mit 17 habe ich meinen Mann kennengelernt und wir haben dann hier das Diner eröffnet. Es war eine wundervolle Zeit. Ah, ja. Ich konnte ja nicht wissen, dass er sich so... dass er mich... Ich muss weiterarbeiten. Willst du noch was? Ja, sie spuckt immer noch nicht so richtig mit der Sache raus. Ich will sie gerade nicht bei der Arbeit stören. Okay, hier gibt es, glaube ich, sonst nicht wirklich was. Dann würde ich den Laden wieder verlassen. Kann man das nicht mit Doppelklick schneller machen? Das klappt nicht so ganz, aber gut. Okay, jetzt hat's geklappt. Dann gehe ich mal in die andere Richtung. Wir könnten natürlich auch nochmal zu dem Trödelladen gehen, aber mit ihr kann man nicht mehr sprechen. Gehen wir nochmal in den Souvenirladen. Eine Kundin, wer ist das? Vielleicht eine Immobilienmaklerin. Oder sie ist hauptberuflich Ehefrau. Aha, die Tussi liest Modezeitschriften. Warum tut sie das hier? Entschuldigen Sie, meine Dame. Ja? Ach, du bist es, der Rowdy von heute Morgen. Naja, ich hatte es sehr eilig. Ein wichtiger Auftrag. Kein Grund, unhöflich zu sein. Natürlich nicht. Und sie lässt den links liegen. Entschuldigen Sie, meine Dame. Ja? Schon gut. Okay, wir haben nichts zu besprechen. Das ist auch okay so. Könnte man mit Rosie nochmal sprechen? Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Na, da haben wir tatsächlich direkt sehr viel zu besprechen. Dann gehen wir mal alle Gesprächsthemen durch, wie immer. Kennen Sie die Bibers? Vom Diner? Klar. Was können Sie mir über die sagen? Man soll ja nicht tratschen, aber mit der Ehe steht's wohl nicht zum Besten. Tatsächlich? Ja, sie ist ja eigentlich eine ganz nette. Etwas abgespannt und hektisch. Bringt wohl der Job mit sich. Aber er ist ein Arschloch, wie man hört. Säuft seit 2-3 Jahren und die Hand sitzt wohl auch locker. Warum verlässt sie ihn nicht? Keine Ahnung. Ist wohl abhängig von ihm. Der Laden gehört beiden. Und wo soll sie ihn hin? Die nimmt doch keiner mehr. Die nimmt doch keiner mehr. Naja, aber deswegen häusliche Gewalt aushalten ist ja auch nicht der richtige Weg. Bekommt Fuller häufiger Pakete hierher geliefert? Ja. Ein paar Mal im Monat. Warum lässt er sich die Pakete nicht in seinen Laden liefern? Lässt er doch. Aber wenn er nicht da ist, dann bringt sie der Postbote hierher. Und hier kann Fuller sie sich dann abholen. Wissen Sie, was in dem Paket war, das ich vorhin abgeholt habe? Ja, woher sollte ich? Ja, woher sollte sie? Sie guckt doch natürlich nicht rein. Was war das jetzt für eine Idee? Das andere Paket für Fuller, da müsste Fotopapier drin sein. Kommt hin. Kann ich es haben? Klar. Schein bitte. Der Abholschein. Ja, den habe ich nicht. Dann solltest du deinen Chef danach fragen. Ohne Abholschein gebe ich hier gar nichts raus. Okay, den kriegen wir wahrscheinlich im Laden. Da wird er rumliegen, wo wir ja noch nicht rein können, aber gut. Das andere Paket für Fuller... Das hatten wir schon. Kann ich es haben? Klar. Der... Dann solltest du deinen Chef... Wir fragen erstmal nach Dr. Newhouse und natürlich nach der jungen Dame hier. Was können Sie mir zu Dr. Newhouse sagen? Die Newhouses sind vor ein paar Jahren hierher gekommen. Er war ein großes Tier in Boston. Mrs. Newhouse hat viel Stil in dieses kleine Kaff gebracht. Ich bin gut mit ihr bekannt.
Meine Freundin Betty ist ihre beste Freundin. Tratscht sie auch so viel? Wir tratschen nicht. Du willst doch diese ganzen Sachen wissen. Tja, ihr habt schon getratscht. Das müssen wir aber zugeben, oder? Ist das eine Freundin von Ihnen? Ja, eine meiner besten. Sitzt sie denn den ganzen Tag hier im Laden rum? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich meine ja nur, ob sie keinen Job hat. Das hat sie überhaupt nicht nötig. Ihr Mann hat jede Menge Geld. Und selbst wenn der nicht wäre, könnte sie locker als Fotomodel arbeiten. Als Fotomodel? Mhm. Das könnte mir vielleicht weiterhelfen. Was? Nichts. Schon gut. Hm. Okay. Danke. Ja, ja. Hier gibt's sonst nichts mehr. Obwohl doch, da liegt was. Blanko-Abholschein. Da liegen einige Papiere. Irgendwelche Formulare und... Aha. Ein Block mit Blanko-Abholschein. Ich könnte mir vorstellen, die bezaubernde Rosie hätte etwas dagegen, wenn ich mir hier Blanko-Abholscheine klaue. Hm. Klauen nicht, aber dürfen wir die mitnehmen vielleicht? Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Okay. Was willst du? Man kann tatsächlich danach fragen. Ist vielleicht ein Paket für mich hier? Darren Michaels? Ah, okay, ich verstehe. Sehr schön. Die gute Rosie hat nichts bemerkt. Und ich bin stolzer Besitzer eines Blanko-Abholscheins. Sehr schön, dann verlassen wir erstmal... Nee, nichts da. Ja, wir verlassen erstmal das Gebäude. Und werden jetzt... mit dem Kugelschreiber den Abholschein ausfüllen. In Ordnung. Ich habe ihn ausgefüllt. Ein Paket für Fuller an seine Adresse. Ich hoffe, das reicht so aus. Es würde ausreichen, wenn sie nicht seine Unterschrift kennt. Und seine Unterschrift haben wir nicht wirklich, ne? Ja, wir probieren es mal. Nicht, dass wir jetzt der Urkundenfälschung schuldig Hallo, gesprochen werden. Fleißig am Arbeiten? Was willst du? Das könnte passieren. Ich wollte vor das Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Den kann ich nicht annehmen. Wieso das denn nicht? Er ist nicht unterschrieben. Fuller muss den Schein unterschreiben? Blödsinn. Der Briefträger natürlich. Fuller soll ihn morgen früh darum bitten. Vermutlich hat er es nur vergessen, als er den Schein bei Fuller eingeworfen hat. No. Bis morgen kann ich unmöglich warten. Tja, das ist jetzt natürlich doof. Danke. Ja, ja. Die Frage ist, ob wir den Briefträger irgendwo finden. Ah, meine Nase juckt. Sorry. Eieiei. dass er uns den unterschreiben könnte. Hier können wir nicht einfach reingehen, ne? Ich hätte echt Lust, diesem alten Fettsack die Zähne einzuschlagen. Nee, das machen wir nicht. Okay, bist du die Post? Nee, du bist die Polizei. In dem Gebäude war ich tatsächlich auch noch gar nicht. Da gehen wir auch noch rein. Das ist der Eingang zur Polizeiwache. Ich fühle mich nicht allzu wohl in der Gegenwart der Staatsmacht. Was soll ich da? Von der Polizei halte ich Abstand. Okay, da will er nicht hin. Ja, hier ist aber kein Briefträger. Weit und breit zu sehen. Hier ist ja auch kein Briefträger. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch, ne? Die Frage ist ja jetzt wirklich... Hm. Also so viele Gebäude gibt es ja hier gar nicht mehr. Ich gehe nochmal hier zu dem Trödelladen. Kommen Sie rein, kommen Sie! Ach, du bist es. Oh ja. Entschuldigung. Woher wissen Sie das? Ich dachte, Sie sind blind. Du stinkst nach Parfum wie ein Puff in Lille, in dem ich mal gewesen bin.
Riecht nach Teen Spirit. Aha, wie Sie meinen. Smells like Teen Spirit. Das wirkt, glaube ich, auf Englisch besser. Okay, dann... Was denn? Münze und Krankenhaus? Was denn Münze? Wie kommen Sie bei der Münze voran? Ach so. Hast du nichts Besseres zu tun, als mich hier zu nerven? Wenn ich für Sie den Preis der Münze ermittle, verhalten Sie sich dann nicht mehr wie ein Arsch? Kann ich nicht versprechen. Sagen Sie mal her, Sie können die Münze in der Hand behalten. Eine Frau am Profil, einige Sterne und Zahlen. Haben Sie so etwas wie einen Münzkatalog? Ja, liegt auf dem Tresen. Herrje. Was hast denn du jetzt notiert? Eine alte Münze. Keine Ahnung, wo Eddie diese Münze her hat, aber sie sieht selten aus. Eddie kann sie nicht im Münzbuch nachschlagen, weil er blind ist, aber für mich sollte das kein Problem sein. Ja, dann mach das doch. Na? Machst du es auch? Das ist ein Flowing Hair Scent Wrath Reverse von 1793. $2,400. Nicht schlecht. $2,400. Ich biete ihm 800. Der Verkäufer ist ein Idiot. Danke. Hast deinen Gut bei mir. Ich helfe doch gern alten, behinderten Menschen, andere Leute übers Ohr zu hauen. Gern geschehen. Vielleicht kannst du mir gleich noch einen Gefallen tun. Ich habe meinen Blindenstock verloren. Sie haben... Was? Wie verliert man denn einen Blindenstock? Nicht so, wie du jetzt denkst. Ich habe gepokert und hatte ein todsicheres Blatt auf der Hand. Konnte ja nicht damit rechnen, dass dieser Idiot aus dem Hotel einen Straight Flush hat. Sie haben Ihren Blindenstock verzockt? Ja. Und wer hat ihn jetzt? Der Besitzer vom Wild Coast Hotel. Na schön. Da muss ich eh noch vorbei, dann frage ich ihn mal. Danke. Bist vielleicht doch nicht so ein Trottel, wie ich dachte. Stimmt, da waren wir auch noch nicht. Theoretisch sollten wir da auch hin können. Hier gab es aber noch ein Gesprächsthema. Da wäre noch was. Nicht herumstottern, was willst du? Ah, Krankenhaus. Meine Mutter liegt hier im Krankenhaus. Und? Meinen Sie, dass sie dort gut aufgehoben ist? Ist sie krank? Dann wird sie in einem Krankenhaus nicht schlecht aufgehoben sein. Nein, ich meine, ob die Ärzte hier gut sind. Woher soll ich das wissen? Meinst du, nur weil ich alt bin, laufe ich jeden Tag zum Onkel Doktor und heule mich aus? Ich war seit Jahren bei keinem Kurpfuscher mehr. Ich bin kerngesund. Ja, ja. Früher waren die Leute noch aus anderem Holz geschnitzt, was? Komm du in mein Alter, dann reden wir weiter. Nun gut, wir verlassen den Laden mal wieder. Wer ist das? Einfach ein Passant. Ich habe mir überlegt, wir sollten nochmal genau gucken, was wir denn im Inventar haben. Ich fange mal hier rechts an. Ich drücke mal ein bisschen drauf rum. Okay. Brotkrümel, falls ich mich mal im Wald verlaufe. Das wollte ich gar nicht, aber gut. Eine Flasche kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Yummy. Ein Abschleppseil aus Fullers Hinterhof. Es sieht aus, als würde es locker eine Tonne Gewicht halten können. Ein Seitenschneider. Ziemlich schwer. Nicht mehr das neueste Modell, aber ich würde sagen, er erfüllt seinen Zweck. Eine Flasche Essig aus dem Diner. Sie ist nur noch 2 Finger breit gefüllt und etwas klebrig an der Außenseite. Das Etikett hat sich auch schon halb gelöst. Gefüllt mit Wasser ist der Wasserkessel noch ein gutes Stück schwerer. Mein Gott, der Darren ist schon gesprächig, selbst bei den Inventargegenständen teilweise. In der Flasche ist noch etwas Fixierer. Man benutzt ihn, um die Entwicklung von Fotofilm zu stoppen. Ein kleiner Kanister mit Fotoentwickler aus Fullers Keller. Er ist randvoll. Ein billiger Kugelschreiber. Sogar mit Original-Bissspuren. Yummy. Ohne die Unterschrift des Postboten will Rosie den Schein nicht annehmen. 2 Zeitschriften.
Schon etwas zerknittert und auch schon einige Monate alt. Wenig Text, viele Bilder. So mögen es die Kunden von diesen Glitzerweltheftchen. Okay, vielleicht die eine Dame, mit der wir eben gesprochen haben, die mit dem Cabrio, die wollte doch die Zeitschriften, hat sie doch interessiert in dem Laden an dem Zeitschriftenständer, ne? Wir gucken mal weiter. Der Trinknapf aus Vollers Hinterhof. Den wird keiner vermissen. Der gehörte früher dem Hund von Vollers Mutter, aber die verhätschelt die kleine Töle eh von Kopf bis Fuß. Eine große Keramikschale aus der Küche. Eine Metallstange von der Hafenpromenade. Ziemlich gut erhalten. Bis auf den Rost und den Knick in der Mitte. Ist klar, ziemlich gut erhalten. Ein Stethoskop aus dem Krankenhaus. Es sieht weder sonderlich alt, noch sonderlich gebraucht, noch sonderlich hochwertig aus. Ich vermute, diese Dinger werden heutzutage in Zehnerpacks geliefert. Ein Abführmittel. Damit lässt sich bestimmt früher oder später etwas anstellen. Ja, Fuller ablenken zum Beispiel. Die Versicherungskarte meiner Mutter. Ich muss herausfinden, was mit der Überweisung schiefgelaufen ist. Stimmt, die Aufgabe haben wir auch noch. Meine Spiegelreflexkamera mit Blitzlicht. Ohne gehe ich nicht aus dem Haus. Und schließlich und endlich die Karte, die haben wir auch noch nicht benutzt. Lass mal kurz gucken. Tatsächlich, das ist der Hauptplatz hier mit dem Krankenhaus und dem Diner. Der Fotoladen ist aber hier. Ist tatsächlich an einer anderen Stelle. Man geht da hier so ein bisschen die Ecke rum. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal nach hier gehen. Dann probieren wir das mit den Zeitschriften aus. Das ist jetzt zwar mehr so eine Verzweiflungstat, aber es war schon auffällig. Weil es wurde eben hier erwähnt. Und hier im Inventar das auch nochmal erwähnt. Nö. Das geht nicht. Und mit dir reden willst du auch nicht, ne? Entschuldigen Sie, meine Dame. Ja? Huch, warum habe ich denn jetzt noch... Hä? Mir ist aufgefallen, wie sehr Sie in diese Modezeitschriften vertieft sind. Sind Sie selbst Model? Ich? Aber nein. Sie scherzen. Sie müssen doch zumindest schon mal daran gedacht haben, Fotomodel zu werden. In der Tat wurde ich schon angesprochen. Das versteht sich von selbst. Sehen Sie, ich arbeite für eine Zeitschrift aus dem Süden. Ladies and Chrome. Nie davon gehört. Es ist das High Society Blatt im Süden. Das Blatt für die oberen 10.000. Ich arbeite an einer Reportage über Leben und Stil im hohen Norden. Tatsächlich? Wie aufregend. Haben Sie vielleicht einige aktuelle Fotos von sich? Ich würde unseren Lesern gerne näher bringen, was für einen ausgezeichneten Geschmack die Leute hier oben im Norden haben. Dieses schicke Cabriolet gehört doch Ihnen, oder? In der Tat. Und natürlich stehe ich gerne für Ihre Story zur Verfügung. Nur Fotos von mir habe ich leider keine. Das dürfte aber kein Problem darstellen. Oh, jetzt schickst du sie nach Fuller und hast ihn dadurch abgelenkt. Gar nicht schlecht, aber boah, das war jetzt Zufall. Also, ich hätte ihr jetzt die Zeitschrift gegeben in der Hoffnung, dass da was passiert, aber den Querverweis habe ich nicht kommen sehen, aber gut. Hier im Ort gibt es doch diesen exzellenten Fotografen, nicht? Exzellent, ja. Fuller? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Dieser Primitivling könnte mich niemals vernünftig ablichten. Oh, dann wissen Sie es gar nicht. Was weiß ich nicht? Wer Fuller in Wahrheit ist. Er ist ein international anerkannter Starfotograf aus Neuseeland. Er lebt seit einigen Jahren hier, inkognito. Er arbeitet an seinem Lebenswerk. Er will das ganz normale Leben in Amerika dokumentieren. Und natürlich muss er dafür unerkannt bleiben. Das ist ja... Nein, das kann ich nicht glauben. Ich schwöre es Ihnen. In einigen Jahren, wenn er seine Arbeit beendet hat, wird es die Fotosensation des Jahrzehnts sein. Ich kann es nicht glauben. Zeigen Sie mir Bilder, die er gemacht hat. Dann sehen wir weiter. Also schön. Aber nicht weglaufen. Auf keinen Fall. Wir sollen Fotos zeigen. Jetzt haben wir natürlich den Salat. Mein Gott, was für eine schwache Geschichte. Aber Eitelkeit war schon immer die größte Schwäche solcher Leute.
Wenn ich ihr ein paar ordentliche Fotos zeigen kann, lockt sie vielleicht Fuller für mich aus dem Laden. Vielleicht brauchen wir jetzt die Zeitschriften. Schauen Sie, ich habe einige von Fullers älteren Arbeiten. Tatsächlich? Zeigen Sie her. Welche Bilder sind von ihm? Das da. Und das auch. Und hier ist auch noch eins. Genau, das hier. Die sind ja wirklich hervorragend. Alles nur, um Geld zu verdienen. In Wahrheit ist er ein Künstler, verstehen Sie? Aber das Projekt hier in Biddeford ist seine wahre Leidenschaft. Unerkannt unter uns gewöhnlichen Menschen zu leben und an seinem Meisterwerk zu arbeiten. Können Sie sich vorstellen, was es für eine Überwindung für einen kultivierten, gebildeten Mann wie Fuller sein muss, ein primitives, stinkendes, schwitzendes Arschloch zu spielen? Das ist wahre Kunst. Sie sollten ihm gleich anrufen. Er kann Sie und Ihren Wagen draußen an den Klippen fotografieren. Jetzt? Gleich? Ja. Ich muss Sie leider drängen, Milady. Bald ist Redaktionsschluss in Dallas. Verstehen Sie? Oh, natürlich. Ich werde ihn vom Autotelefon zum Fotoshooting bestellen. Ausgezeichnet. Aber lassen Sie sich nicht anmerken, dass Sie seine wahre Identität kennen. Wer weiß, was das seiner Künstlerseele antun würde. Ich habe verstanden. Ich bin Ihnen so dankbar. Oh, Mann. Treffen wir uns heute Abend wieder, hier? Abgemacht. Unfassbar. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Unfassbar. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir zum Hotel kommen. Da waren wir ja noch gar nicht. Und dann in den Fotoladen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.